Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK Tutorials. Wir haben uns ja nun für diese Spawnzone hier im Norden Nummer 3 entschieden und heute möchten wir uns mal das HUD angucken. Also das heißt, die Oberfläche, die ihr hier so seht auf dem Monitor. Was ist wichtig? Also besonders wichtig ist das, was jetzt rechts unten an der Seite sind. Das sind sozusagen eure Eigenschaften, eure Fähigkeiten. Und zwar haben wir ganz oben einen blinkenden Pfeil. Dieser Pfeil zeigt unsere Erfahrungspunkte-Fortschritt an. Wenn er so weiß ist und blinkt, dann liegt es daran, dass wir ein Level-Up haben. Das steht auch ganz oben drüber. Neuer Level verfügbar zum Anwenden, Inventar öffnen. Darunter, man sieht es hier im Himmel so ein bisschen... ganz durchsichtig ist so ein Gewicht. Das gibt an, wie viel trage ich von dem Gewicht, was ich zur Verfügung habe. Wenn das Ding voll ist, dann bin ich voll mit Gewicht und kann auch nichts weiter aufheben. Darunter der Tropfen zeigt an, wie viel Flüssigkeit wir haben, also wie viel Durst wir haben. Momentan ist es voll. Der wird zunehmend leerer und wird irgendwann so grau wie das Gewicht oben drüber. Und wenn er ganz leer ist, dann haben wir Durst. Und dann nimmt auch unser Leben stetig ab. Wir müssen es also wieder mit Wasser auffüllen. Das Tolle hier in ARK ist, ihr könnt sämtliches Wasser trinken, auch das Meereswasser. Das ist nicht salzig. Unter dem Tropfen findet ihr diese Fleischkeule. Die gibt im Prinzip das Gleiche für eure Nahrung an. Momentan ist sie voll. Sie nimmt stetig ab. Und wenn sie leer ist, bekommt ihr auch da wieder Schaden, weil ihr Hunger habt. Also ihr verliert Leben. Und wenn ihr etwas esst, zum Beispiel Beeren oder gebratenes Fleisch oder Fisch oder auch gekochte Nahrung, dann füllt sich das Ganze wieder auf. Der Blitz darunter ist eure Ausdauer. Die verbraucht sich, wenn ihr zum Beispiel rennt oder springt oder kämpft oder Ressourcen abbaut. Die wird immer weniger und weniger, wird auch dann so hell. Und wenn sie dann irgendwann alle ist, dann könnt ihr nicht mehr rennen, nicht mehr springen. Und müsst halt eine Weile stehen bleiben oder langsam laufen, dann füllt sich das Ding langsam wieder auf. Während sich das auffüllt, nimmt dafür eure Nahrung deutlich ab. Ganz unten das Plus, das ist eure Lebensanzeige. Wenn die weniger wird, weil ihr zum Beispiel Durst habt oder Hunger habt oder weil euch sehr kalt oder sehr heiß ist oder weil jemand Schaden auf euch macht, dann seid ihr so lange noch am Leben, wie von dem Plus noch irgendwas in diesem Blau da ist. Wenn es irgendwann auch ganz grau ist, dann seid ihr tot. Zu diesen ganzen kleinen Icons an der Seite gibt es auch immer den jeweiligen Statuseffekt, der euch angezeigt wird. So wie momentan jetzt diese kleine Schneeflocke da unten. Das bedeutet, mir ist kalt. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann drückt ihr auf die Taste H standardmäßig beim PC und haltet sie gedrückt. Jetzt seht ihr, mal abgesehen davon, dass ganz oben links steht, wie spät es ist, der wievielte Tag eures Spiels, wo ihr seid, wie warm es dort ist, wie ihr heißt, welches Level ihr habt, welchen Stamm ihr habt, Rüstung. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, das muss neu sein, das kenne ich so auch nicht. Ihr seht aber auch, an diesem ganzen kleinen Icons steht jetzt auch immer was. Gewicht 0 von 100, Wasser 95 von 100, Nahrung 97 von 100, Ausdauer 100 von 100, Gesundheit 110 von 110, weil wir es ja schon mal einmal aufgelevelt haben. An der Schneeflocke steht, der Bedarf an Nahrung erhöht sich mit angenehmer Umgebungstemperatur, abnehmender, meine ich, kalt. Es gibt weitere Statuseffekte, ich werde die euch jetzt hier als Bilder immer mal einblenden. Wir können ja nochmal nach den Fähigkeiten an der Seite gehen. Wie gesagt, wenn dieses Erfahrungspunkte-Ding blinkt, dann habt ihr zum Beispiel ein Level-Up. Euch wird angezeigt durch diesen gelblichen Doppelpfeil, wenn ihr gerade besonders viele Erfahrungspunkte sammelt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Explorer-Node aufgemacht habt. Ich weiß, dass da hinten auf dem Berg, da ist eins. Ich werde da jetzt mal hingehen, dann machen wir das auf. Ansonsten seht ihr es ja jetzt eingeblendet. Dieses Zeichen bekommt ihr unter anderem aber auch, wenn ihr zum Beispiel einen Lystrosaurier gezähmt habt und diesen gestreichelt habt. Dann habt ihr auch für eine gewisse Weile einen Bonus auf euren Erfahrungspunktegewinn. In beiden Fällen, Explorer Node öffnen oder Lystrosaurier,
müsste der doppelt so hoch sein wie normalerweise. Ihr sammelt auch einfach nur dafür, dass ihr lebt, Erfahrungspunkte. Ganz langsam nur, aber immerhin. Ihr sammelt auch Erfahrungspunkte, wenn ihr zum Beispiel Tiere umbringt oder wenn ihr Sachen herstellt oder wenn ihr Materialien abbaut. Aber das sind sozusagen die ganz normalen Erfahrungspunkte gewinnen. Der wird euch nicht extra durch dieses Symbol angezeigt, sondern wenn ihr eben einen Explorer-Note aufhabt, wenn ihr einen Lystrosaurier gestreichelt habt und in der Nähe bleibt oder wenn ihr das sogenannte Breath of Enlightenment, also der Erleuchtungstrank, wenn ihr den trinkt, dann kriegt ihr auch einen Erfahrungspunkte-Bonus. Diese Pfeile können auch in Violett angezeigt werden. Dann bekommt ihr sogar die vierfache Erfahrungspunkte gewinnen. Das passiert, wenn ihr spezielle Explorer Notes aufmacht. Wie genau sich jetzt ein spezielles von einem nicht speziellen unterscheidet, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Da vorne kommen wir an so eine kleine Ruinensäule, da müsste ein Explorer Note liegen. Wenn wir das aufmachen, da ist ein Pego Mastax, wenn wir das aufmachen, dann seht ihr jetzt gleich erstmal das, weil wir das aufgemacht haben zum ersten Mal. Und unten seht ihr jetzt diese lilanen Doppelpfeile. Das heißt, wir kriegen hier sogar vierfache Erfahrungspunkte. Für alles, was ich jetzt tue, jedes Mal, wenn ich ein Tier töte, wenn ich einen Baum fälle und auch wenn ich weitere Explorer Notes aufmache, kriege ich jetzt eine vierfache Erfahrung. Wie gesagt, warum jetzt dieses speziell ist und ein anderes nicht, weiß ich nicht. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass die man zum ersten Mal aufmacht, speziell sind, aber das hat sich leider auch nicht so ganz bestätigt. So viel also zu den Erfahrungspunkten. Wie gesagt, das Zeichen unter diesem blinkenden Pfeil mit dem kleinen Plus drin ist eben euer Gewichtssymbol. Wie ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen was aufgesammelt, da tut sich langsam was. Da ist ein kleiner hellblauer Balken. Wenn der immer voller und voller wird, erscheint irgendwann das Symbol, was ich euch jetzt einblende. Das bedeutet, dass ihr überladen seid. Ihr könnt jetzt nicht mehr rennen, wenn ihr zum Beispiel vorwärts lauft und gleichzeitig auf Shift drückt, dann rennt ihr. Das geht nicht mehr, ihr könnt nicht springen und ihr geht auch langsamer. Und zwar, je mehr ihr euch überladet, desto langsamer geht ihr. Dieses Gewichtssymbol erscheint zum ersten Mal, wenn ihr von eurem Gewichtswert, in unserem Fall, wir drücken nochmal auf H, ist es 100, weil wir ihn noch nicht gelevelt haben, wenn wir davon zu 75% erreicht haben. Also wenn wir 75 von 100 haben, dann zeigt er uns das an. Momentan haben wir 15 von 100. Also ab dann ist man eben überladen. So, darunter der Wassertropfen, wie gesagt, zeigt euch an, wie viel Durst ihr habt. Wenn das Ding leer ist, dann erscheint das Icon, was ich euch jetzt einblende. Das heißt, dass ihr dehydriert seid, also ausgetrocknet. Das heißt, ihr habt Durst. Ihr müsst jetzt unbedingt etwas trinken. Ihr könnt natürlich auch vorher trinken. Es ist auch sinnvoll, vorher zu trinken. Ihr müsst jetzt aber unbedingt was trinken, denn ab jetzt hört ihr dann von eurem Charakter so ein stöhnendes Geräusch und ihr verliert stetig an Leben. Unten drunter die Futterkeule. Ihr seht, dass dieses Ding, wir gucken es uns mal hier im Dunkeln an, da seht ihr, dass ganz oben fehlt ein kleines Stück, das ist sozusagen das Essen, was uns fehlt. Ihr seht aber, dass die auch grau geworden ist. Und die wird halt von blau so langsam immer grauer, bis sie irgendwann weiß ist und dann kackt euer Charakter automatisch. Ihr könnt auch vorher kacken. Jetzt habt ihr gesehen, du hast gekackt und hier hinten liegt unser Knödelchen. Die nehmen wir mal kurz mit. Ich will euch noch was anderes demonstrieren. Wenn eure Fleischkeule, jetzt seht ihr, sie ist wieder blau, weil ihr eben nicht mehr kacken müsst. Wenn eure Fleischkeule leer ist, dann wird euch dieses Symbol angezeigt. Das bedeutet, ihr verhungert. Das ist ein Magen. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall etwas essen. Etwas Essbares essen. denn wenn ihr das nicht tut, fängt euer Charakter wieder an zu stöhnen und zu keuchen und ihr verliert Leben. Darunter der Pfeil, wie gesagt, das ist eure Ausdauer. Wenn ihr zum Beispiel rennt, ich renne hier einfach mal, dann werdet ihr sehen, dass der Pfeil immer weniger, weniger, weniger blau wird. Ne? Und wenn ihr dann gar nicht mehr könnt, das könnt ihr auch durch Springen erreichen, sogar noch ein bisschen schneller, wie ihr seht. Das könnt ihr auch erreichen, indem ihr zum Beispiel Sachen farmt oder auch kämpft. Irgendwann ist eure Ausdauer leer. Und wenn das soweit ist, dann erscheint
dieses Symbol, was ihr jetzt unten seht, ich blende es euch nochmal ein, es ist etwas größer. Das heißt, Springen und Rennen sind nicht möglich, die Bewegungsgeschwindigkeit ist langsamer gewunden. Warum das gewunden heißt, kann ich euch nicht sagen. Wenn ich mich jetzt nicht mehr bewege oder nur noch gehe und nicht mehr renne oder ich habe versucht zu rennen, ich kann ja nicht rennen, seht ihr, der Blitz füllt sich wieder auf. Das heißt, meine Ausdauer ist jetzt wieder voll, ich kann weitermachen. Wenn ihr aber das ignoriert und ständig weiter zum Beispiel kämpft, ja, eure Ausdauer ist leer und ihr kämpft weiter oder ihr farmt weiter, dann erscheint ein neues Symbol, das blende ich euch jetzt ein, dieses Sternchen. Das ist eure Torpor-Anzeige. Die findet ihr auch, wenn ihr dann das Inventar mal aufmacht, zeige ich euch dann aber gleich. Wenn ihr ohne Ausdauer weitermacht, nimmt der Torpor zu und wenn er zu hoch ist, fallt ihr in Ohnmacht. So, ich stehe jetzt hier im Wasser. Ihr seht, mein Wassertropfen ist ein bisschen angegriffen. Ich drücke jetzt, während ich im Wasser stehe, auf E. Kriegt ihr dieses Schluckgeräusch und der Wassertropfen ist wieder voll. Ich könnte auch nochmal kacken. Muss ich natürlich nicht, das macht er irgendwann von alleine. So, da unten drunter, das Plus ist wie gesagt euer Leben. Wenn ihr das verliert, ja, irgendwann seid ihr halt tot. Wenn ihr von eurem Leben nur noch eine bestimmte Menge habt, nämlich 30 Leben, egal wie viel ihr eigentlich habt, wenn nur noch 30 davon übrig sind, dann bekommt ihr das Symbol, was ich euch jetzt einblende, diesen gebrochenen Knochen. Das heißt, ihr könnt jetzt auch nicht mehr rennen, nicht springen, ihr lauft langsamer und ihr solltet jetzt nach Möglichkeit ganz, ganz schnell euer Leben wieder aufstocken, je nachdem, was euch fehlt. Wenn ihr zum Beispiel so wenig Leben habt, weil ihr Hunger habt, solltet ihr was essen. Wenn ihr so wenig Leben habt, weil ihr Durst habt, dann solltet ihr was trinken. Oder wenn ihr natürlich verletzt seid, weil ihr gekämpft habt, dann solltet ihr nach Möglichkeit auch etwas essen oder einen Heiltrank nehmen. Wenn ihr was gegessen habt oder einen Heiltrank nehmt, dann erscheint das Symbol, was ihr jetzt seht. Diese rote Flasche mit den Pfeilen. Das bedeutet, ihr stellt gerade über das normale Maß eure Gesundheit wieder her. Ja, wenn ihr nicht weiter Schaden bekommt und auch ansonsten die Umgebungstemperatur okay ist und ihr keinen Hunger und keinen Durst habt, dann regeneriert sich eure Gesundheit von alleine, aber nur ganz bisschen. Ihr könnt das halt beschleunigen und wenn ihr eben eure Gesundheit beschleunigt regeneriert, erscheint eben dieses Symbol. So, das sind jetzt schon mal die Symbole, die wichtig sind, die auch auf diese Anzeige da unten ein bisschen verweisen. Was es noch gibt, das Symbol seht ihr jetzt nicht. Wir können es vielleicht mal hervorkitzeln. Ich weiß nicht, ob das hier tief genug ist. Wenn ihr im Wasser seid, dann wird euch ganz oben über den Erfahrungspunkten diese Sauerstoffflasche mit dem O2 angezeigt. Ihr seht, die nimmt ab. Die nimmt ab, weil ich jetzt gerade nicht atmen kann. Ich kriege keine Luft. Und wenn der Sauerstoff irgendwann verbraucht ist, dann werdet ihr sehen, welches Symbol erscheint. Ich zeige es euch auch nochmal groß. Das bedeutet dann nämlich, ihr ertrinkt. Also ihr habt keinen Sauerstoff mehr. Ab jetzt verliert ihr dann stetig Leben. So, wir machen das gleich mal. Der Sauerstoff ist jetzt gleich leer. Genau, jetzt seht ihr unten das Symbol. Ihr seht, das Leben geht langsam runter. Gar nicht mal so langsam. Ich muss jetzt auftauchen. So, jetzt holt sie wieder Luft. Die Sauerstoffflasche füllt sich auf und weil ich hier oben wieder atmen kann, wird sie mir auch nicht mehr angezeigt, wenn sie voll ist. Ihr seht, ich habe jetzt aber Leben verloren. Wenn sich das Leben wieder herstellt von alleine, seht ihr, dass auch die Futter, also meine Nahrungsanzeige dafür regelmäßig abnimmt. Das ist halt auch noch ein Zeichen, was halt so ein Statussymbol angibt von eurem Körper, eben, dass ihr gerade, ertrinkt oder erstickt. Es gibt auch Pflanzen, die sowas hervorrufen können. So, dann gibt es noch, wenn ihr jetzt was esst, ich muss mal ein paar Bärchen sammeln, falls ich es nicht schon gemacht habe. Haps, haps, haps. Ich weiß gar nicht, ob es mit Bärchen funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall mit Fleisch. Ich esse was und jetzt seht ihr ganz unten dieses Steak mit den grünen Pfeilen. Das bedeutet, dass ich jetzt über dem normalen Maß, also man regeneriert ja Leben an sich, Essen an sich nicht. Das bedeutet aber, dass mein Essen jetzt regeneriert wird, weil ich etwas gegessen habe. Das kann, wie gesagt, gebratenes Fleisch oder Fisch sein, das können Beeren sein, es gibt auch Nahrung, die ihr selber kochen könnt. Oh, wir sind eingeschlafen. Was habe ich denn gegessen?
Habe ich Narkobären gegessen? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Das kann natürlich sein. Dann seht ihr das auch nochmal. Die Sternchen da an der Seite. Solange die weiß sind und blinken, nimmt eure Bewusstlosigkeit zu. Irgendwann hören die auf zu blinken. Jetzt. Jetzt sind sie blau. Und jetzt seht ihr, dass das Symbol mit den Sternchen wieder abnimmt. Und wenn das weg ist, dann wacht ihr wieder auf. Es regnet, durch Regen füllt sich euer Trinken übrigens auch von ganz alleine auf. Ihr müsst nicht aktiv trinken dafür. So, jetzt haben wir das Essenssymbol also auch nochmal gesehen. Es kann auch sein, dass ihr etwas esst, was ihr besser nicht essen solltet. Deswegen habe ich gerade den eigenen Kot aufgehoben. Mal abgesehen von Kot kann das sein, dass zum Beispiel euer Fleisch auch schlecht wird. Rohes Fleisch wird schneller schlecht. Und wird eben dann zu vergammeltem Fleisch, gekochtes oder gebratenes Fleisch besser gesagt, wird langsamer schlecht. Das seht ihr aber, da gibt es einen Timer, das zeigt euch das an, wie schnell das schlecht wird. Rohes Fleisch solltet ihr grundsätzlich nicht essen. Das stellt zwar auch Nahrung wieder her, aber vor allem schadet es euch auch. So, ich werde jetzt mal hier reingehen und meinen eigenen Mist essen. Jetzt seht ihr ganz unten den Totenkopf mit diesem grünlichen Fleck daneben. Das grünliche Fleck soll vergammeltes Fleisch sein. Ist egal, was ihr Giftiges esst. Das Symbol sieht immer gleich aus. Das heißt, ihr habt was Giftiges gegessen und euer Leben nimmt dadurch ab. Nicht ganz unwichtig. Es gibt dieses Totenkopf-Symbol auch ohne das Fleisch. Das bedeutet einfach nur, ihr seid vergiftet worden, zum Beispiel durch bestimmte Tiere. Wenn ihr durch Tiere vergiftet werdet, zum Beispiel passiert euch das, wenn ihr von Ameisen oder Libellen gebissen oder gestochen werdet, dann verliert ihr auch stetig an Ausdauer. Eure Stamina nimmt ab. Das heißt, wegrennen geht nicht lange. Dann, ja, wie gesagt, das Symbol sieht halt so aus. Das ist dieser Totenkopf. Und als letztes kommen wir dann noch zu einerseits dem Handwerkssymbol. Muss ich mal gucken, habe ich schon genügend Sachen, um was herstellen zu können? Ich kann hier so ein Note herstellen. Jetzt seht ihr, na gut, in dem Fall seht ihr das Note unten in der Ecke. Egal, machen wir mal. Ich muss mal hier kurz ein paar Steine und ein bisschen Holz mir beschaffen. Dann stellen wir mal was her. Dafür gibt es auch ein Symbol, was euch angezeigt wird. Und während ihr etwas herstellt, ich blende es euch einfach schon mal ein, während ihr was herstellt, dann könnt ihr in der Zeit auch nur verlangsamt rennen oder laufen. Ihr könnt nicht rennen oder springen, wenn ihr was herstellt. So, und sobald die Sache fertig hergestellt ist, geht das Symbol halt wieder weg. Hier schon, da ist schon wieder irgend so ein blöder Pego Mastax. So, wir gucken mal. V, wir stellen was her. Jetzt seht ihr das. Gut, in dem Fall, hoppala, ich werde beklaut. Frechheit. Also in dem Fall zeigt er euch das Symbol an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das neu ist, aber hat er jetzt das angezeigt, was ich eben herstelle, also die Spitzhacke. Früher war das eindeutig dieses gekreuzte Hammer- und Schraubstock-Symbol. Das heißt einfach, dass ihr gerade craftet, dass ihr etwas herstellt. So. Ansonsten haben wir so ganz normale Statuseffekte, hauptsächlich noch die Wettereffekte. Und zwar seht ihr jetzt unten rechts diese Schneeflocke oder Eisflocke, Eiskristall. Das hatten wir uns ja bereits angeguckt. Das bedeutet, dass mir kalt ist und mein Bedarf an Nahrung erhöht ist. Ich kann das umgehen, indem ich zum Beispiel mir etwas anziehe. Oder indem ich eine Fackel raushole oder mir ein Lagerfeuer baue oder indem ich mich in ein Gebäude begebe oder einfach mal in eine wärmere Region. Hier wird es immer relativ kühl sein, denn wir sind ganz nah am Schneebiom. Das Symbol kann aber, wenn es noch kälter wird, so aussehen. Dieser Eisklotz, der bedeutet nicht nur, dass euer Nahrung runtergeht, sondern auch euer Leben. Ihr verliert jetzt stetig an Gesundheit und je kälter es wird, desto mehr Gesundheit verliert ihr. Auch hier heißt es, entweder einen anderen Ort aufsuchen, irgendwo reingehen, ans Feuer gehen, was Besseres anziehen. Es gibt bestimmte Klamotten, die sind halt gut gegen Wärme und andere helfen, wenn es eben kalt ist. Außer dass es natürlich Symbole für die Kälte gibt, gibt es auch Symbole für die Wärme. Wir haben einmal diese kleine Flamme hier. Das bedeutet einfach nur, euch ist warm. Und euer Wasserverbrauch
sinkt stetig. Ein kleines bisschen. Es gibt die Flamme auch noch in groß. Die seht ihr hier. Das bedeutet, euch ist richtig heiß. Und genau wie beim Eisblock verliert ihr jetzt eben anstatt, oh, sehr schön, anstatt Nahrung verliert ihr eben Wasser. Und ihr verliert auch stetig an Leben. So, was könnt ihr gegen Hitze tun? Auch entweder eine andere Region aufsuchen, eine kältere Region. Häufig hilft es auch, wenn man ins Wasser geht, aber nicht immer. Am Anfang dachte ich, es hilft zum Beispiel, wenn man sich in den Schatten stellt. Das tut es aber nicht. Solange ihr in der gleichen Region seid, ist es egal, ob ihr im Schatten oder in der Sonne seid. Zumindest hier auf The Island. Ihr könnt auch bestimmte Klamotten anziehen, die eben gegen Hitze helfen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr, wenn euch warm ist, am besten was auszieht, sondern ihr zieht dann am besten zum Beispiel Ghillie-Sachen an. Also da seht ihr aus wie so ein wandelnder Busch. Ja, das sind schon mal die wichtigsten Status-Symbole, Effekte, die euch hier angezeigt werden, die jetzt von der Umgebung kommen und euren Charakter betreffen. Es gibt sehr, 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 sehr viel mehr Status-Effekte. Die beziehen sich dann aber zum Beispiel auf bestimmte Nahrung. Jede Nahrung, die ihr esst, also man kann bestimmte Suppen herstellen zum Beispiel, zeigt euch ein Symbol an. Und wenn ihr dann eben lange auf H drückt, steht dann da, was dieses Essen bewirkt. Es gibt Statussymbole, die hängen mit Tieren zusammen. So ähnlich wie bei dem Lystrosaurier mit dem Erfahrungspunkte-Pfeil, aber die Erfahrungspunkte gibt es ja auch so. Diese werde ich euch aber zeigen, wenn wir uns mit der entsprechenden Sache beschäftigen, also mit dem entsprechenden Tier. Es gibt Symbole, die werden euch für bestimmte Rüstung angezeigt, zum Beispiel für Tech-Rüstung. Es gibt Symbole, die sind Map-spezifisch, weil sie zum Beispiel irgendein Wetterereignis darstellen. Das zeige ich euch dann, wenn wir auf der entsprechenden Map sind und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt also unser HUD kennengelernt. Oben, wie gesagt, steht, wir hätten ein neues Level. Das ist natürlich schön. Ganz unten seht ihr mehrere durchnummerierte Kästchen. So, das können wir natürlich nicht öffnen. Wir sind ja nicht Level 35. Die sind von 1 bis 9 und dann die 0 durchnummeriert. Das ist eure Quick-Slot-Leiste. Dort könnt ihr Sachen reinziehen und je nachdem, welche Nummer das eben ist, müsst ihr diese Nummer drücken. Dann könnt ihr es ausrüsten. Zum Beispiel diese Spitzhacke. Ich lege sie hier auf die 1 und immer wenn ich jetzt die 1 drücke, rüste ich das Ding aus und wenn ich wieder die 1 drücke, stecke ich es weg. Wenn ihr auf I drückt, I ist standardmäßig euer Inventar, ihr könnt das natürlich umstellen, dann seht ihr hier diese drei Felder. In der Mitte ist im Prinzip das Feld zu der Anzeige rechts unten. Ihr seht hier einmal das Plus mit der Gesundheit. Also es ist nur genau andersrum. Ne? Hier ist das Plus ganz oben, hier ist das Plus ganz unten. Das zweite von oben ist der Pfeil, das zweite von unten ist der Pfeil. Der Sauerstoff, hatte ich euch gezeigt, wird nur angezeigt, wenn es in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Dann habt ihr die Nahrungskeule. Hier seht ihr in dem Balkendiagramm, wie viel ihr noch habt. Und dahinter steht die Zahl 40 von 100. Hier seht ihr euer Wasser. Hier seht ihr euer Gewicht. Dann seht ihr hier auch euren Nahkampfschaden, der ist bei 100%. Ihr könnt ihn steigern, dann macht ihr aber nur im Nahkampf, also mit euren Fäusten oder einer Nahkampfwaffe, ein bisschen mehr Schaden. Das Symbol wird euch rechts unten nicht angezeigt, also wenn ihr nicht im Inventar seid. Dann seht ihr eure Bewegungsgeschwindigkeit, die gibt an, wie viel ihr laufen könnt, momentan 100%. Und dann seht ihr euer handwerkliches Geschick. Dieses gibt an, wie viel besser ihr Dinge herstellen könnt aus gefundenen Blaupausen. Ihr könnt in euren Engrammen ja bestimmte Blaupausen lernen. Das Handwerksgeschick beeinflusst nicht, wie gut diese Sachen werden. Nur aus Blaupausen, die ihr in der Welt findet. Die haben in der Regel sowieso andere Werte als die Sachen, die ihr lernen könnt. Die sind meistens besser, also schlechter gibt es nicht. Es gibt welche, die sind genauso gut. In der Regel sind sie besser und wenn ihr euer Handwerksgeschick erhöht, dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit, dass es noch besser wird. Selbst wenn ihr aus der gleichen Blaupause mehrmals etwas herstellt, ist es aber immer unterschiedlich gut. Es gibt halt nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Hier drunter findet ihr dieses Schild, das ist eure Resistenz. Und zwar eure Resistenz gegen Umwelteinflüsse, also gegen Hitze, gegen Kälte, aber auch gegen Dinge, die euch stunnen, also betäuben, gegen Torpor. Ja, zum Beispiel gibt es bestimmte Sachen, die machen Stromschaden, also eine Qualle oder ein Zitteraal. Je höher das ist, desto mehr könnt ihr davon aushalten, bevor ihr bewusstlos werdet.
So, das sind also diese Sachen hier. Der oberste Balken gibt an, wie viele Erfahrungspunkte wir haben. Wir haben jetzt 1393,5 von 20 aus Level 2. Ich müsste mich mal hochleveln. Ihr seht, verfügbare Punkte 15. Wir haben bereits 15 Level gemacht, nur durchs hier rumstehen, rumlaufen und dieses eine Explorer-Note, was wir aufgemacht haben. Darüber seht ihr, hier steht Du, also das ist euer Charakter. Ihr seht hier die Slots für eure Rüstung. Hier steht euer Name, hier steht euer Level. Ja, wenn ich es hochgelevelt habe, werdet ihr sehen, das ist mehr. Hier steht euer Stamm, hier steht, wo ihr seid. Hier seht ihr nochmal das, was ihr auch seht, wenn ihr auf H drückt. Der Tag, die Zeit, die Temperatur, wie viel Rüstungspanzerung ihr habt, wie viel Schutz vor Kälte oder vor Hitze. Auf der rechten Seite seht ihr euren Charakter, wenn ihr den anklickt, also drauf drückt und die Maus dann gedrückt hin und her dreht, könnt ihr euren Charakter auch bewegen, könnt ihr euch also die Rüstung angucken, die ihr da habt. Und auf der linken Seite seht ihr euer eigentliches Inventar. Das ist unterteilt in zwei Reiter. Das eigentliche Inventar, also eure Tasche, den ganzen Kram, den ihr so bei euch tragt, das meiste davon, eigentlich alles, kann man hier unten in die Quickslot-Leiste ziehen. Zum Beispiel eure Nahrung. Ja, so. Ich glaube, sowas kann man nicht reinziehen. Nee, genau, Ressourcen kann man da nicht reinziehen. Ihr könnt hier in dem Feld nach bestimmten Dingen suchen. Ja, wenn das irgendwann total voll ist und ihr sagt, ach, eigentlich will ich nur, dass du mir alle Fasern anzeigst. Dann schreibe ich Fasern, dann zeigt er mir nur die Fasern her. Zum Beispiel, wenn ich die ganz schnell irgendwie in ein anderes Inventar transferieren möchte. Dieses Ding hier ist euer Implantat, das habt ihr im Arm. Das gibt euch nochmal ein paar Infos zu eurem Charakter. Und ansonsten haben wir hier diesen Button mit dem Pfeil links, rechts. Der ist interessant, wenn ihr euer Inventar und das Inventar von einem anderen Gegenstand, Menschen oder Tier aufhabt. Wenn ihr da drauf drückt, das hat dann der andere, also sagen wir mal hier zum Beispiel irgendein Tier anstatt euer Gesicht, dann hat der dasselbe. Dann könnt ihr entweder alle eure Sachen von eurem Inventar in dessen Inventar übertragen oder eben andersrum. Dieser Button hier heißt alles fallen lassen. Wenn ich hier drauf drücke, fragt er mich, bist du dir sicher? Sag ja, habe ich nichts mehr im Inventar. Das liegt dann hier, wie ihr seht. Und das liegt hier eine gewisse Weile, in diesem Fall 5 Minuten. Das kann man, wenn man möchte, ändern. Ihr könnt es auch wieder anklicken und hier seht ihr, jetzt haben wir 2 Inventarbeutel. Meins und das von der Tasche. Und jetzt kann ich auch auf alles übertragen klicken. Dann ist alles von der Tasche wieder in meinem Inventar gelandet. Hier könnt ihr sortieren, zum Beispiel alphabetisch. Das mag ich sehr gerne. Ne? Da sind nämlich alle Sachen von der gleichen Sorte nebeneinander. Vorher waren hier Fasern und hier Fasern. Ihr könnt es zum Beispiel auch nach Gewicht sortieren. Wenn ihr wissen wollt, oh, ich möchte alles, was besonders schwer ist, möchte ich rausschmeißen, dann ist das eben unten oder oben. Oder was verrottet am schnellsten, damit ihr wisst, was man als erstes verbrauchen soll oder unsortiert, warum auch immer, wenn es euch wurscht ist, oder eben alphabetisch. So, und ihr könnt hier den Pfeil auch nochmal ändern, alphabetisch von A nach Z oder von Z nach A. Jetzt ist es sozusagen, das hier ist S, Stroh, und das ist A, Armerbeeren. Ist also nicht so, wie ich es haben will. Ich klicke hier nochmal drauf, ist genau andersrum, fängt es mit A an und in dem Fall ist S der höchste Buchstabe oder der hinterste Buchstabe. Hier könnt ihr Ordner kreieren, könnt ihr zum Beispiel Essen nennen. Dann sagt er ja und dann habt ihr hier einen Ordner und alles, was Essen ist, könnt ihr da zum Beispiel reinpacken. So, ihr könnt den Ordner auch wieder löschen. Zack, weg ist er. So, hier könnt ihr in die Ordneransicht gehen. Wenn ihr eben mehrere Ordner habt, dann könnt ihr euch alles in Ordner verpackt angucken. Das ist interessanter, glaube ich, hier in dem Fall. Genau, bei Herstellung. Könnt ihr euch alles in Ordner angucken. Ich persönlich, man würde meinen, es ist jetzt besser aufgeräumt, aber es gibt Sachen, von denen sagt er, das wäre Sonstiges, die würde ich zum Beispiel zu Waffen tun oder andersrum, ja. Also zum Beispiel eine primitive Waffe, also erstmal, ihr müsst ganz viel drücken. Eine primitive Nahkampfwaffe ist für mich keine Fackel, deswegen würde ich die hier nicht suchen. Ich mache deswegen die Ordneransicht aus. Ich sehe die Sachen lieber so. Das müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Das letzte sind die Tooltips, an- oder ausschalten. In dem Fall sind sie jetzt an, das Licht ist hell. Wenn ich es ausmache, ist das Licht dunkel. Wenn ich jetzt mit der Maus hier drauf gehe, steht da nichts. Wenn ich es anmache und mit der Maus drauf gehe, steht da, was das hier ist.
Manchmal, da müsst ihr ein bisschen gucken, werden euch auf einmal keine Tooltips mehr angezeigt. Das stellt sich einfach manchmal aus. Weiß auch nicht wieso, vielleicht nach dem Update oder sonst irgendwas. So, das war jetzt der Reiter Inventar. Ihr habt eben auch den Reiter Herstellen. Hier sind alle eure gelernten Blaupausen. Nicht die Blaupausen, die ihr findet. Die habt ihr als Gegenstand im Inventar. Wobei ich glaube, sie werden euch hier trotzdem auch nochmal angezeigt. Das sind also all die Sachen, die wir bereits freigeschaltet und gelernt haben. Diese drei Sachen habt ihr immer zuerst. Alle anderen, das hier zum Beispiel, müsst ihr erst lernen. Und da kommen wir dann auch zu den Reitern hier oben. Das ist wie gesagt euer Inventar. Ihr könnt hier durchschalten. Hier zum Beispiel kommt ihr zu euren Engrammen. Wenn ihr euch hochgelevelt habt, für jedes Level bekommt ihr Engramm-Punkte. Ihr müsst euch auch erst hochleveln, um die Punkte zu bekommen. Und dann schaltet sich, je nachdem, in welchem Level ihr seid, immer eine neue Option frei von Sachen, die ihr lernen könnt. Ich habe jetzt erstmal alle Mods wieder rausgenommen, damit es jetzt nicht zur Verwirrung kommt. Also, wenn ihr euer Level abmacht, das machen wir mal kurz. Ich mache mir mal hier 1, 2 auf Gewicht. Oder wir machen das schon mal hier auf 50. Zack, dann möchte ich auch gerne 150 hier drauf haben. Und dann ist Resistenz für mich nicht unwichtig. So, jetzt seht ihr, wenn das hier oben mal weg ist, wir haben jetzt 154 Engramm-Punkte. Und das heißt, wir sind jetzt bis Level 15, können wir Sachen lernen. Wobei Level 15 sind diese drei Reihen hier. Jetzt kann ich die Punkte ausgeben dafür, wenn ich das möchte. Zum Beispiel in einen Speer oder in eine Foundation, wenn ich was bauen will. Ja, ich mache einen Doppelklick da drauf und lerne somit diese Dinge. Jetzt habe ich zum Beispiel die Stoffrüstung und eine Wasserflasche freigeschaltet. So, was ist noch wichtig? Zum Beispiel der Schlafsack. Und später kann man dann, wenn man den Schlafsack gelernt hat, auch das Bett lernen. Ihr seht zum Beispiel, hier steht es ja, benötigte Engramme Lederschlafsack, wird in Rot dargestellt. Den müsst ihr vorher gelernt haben, benötigt 8 Engramm-Punkte. So, außerdem seht ihr, welche Ressourcen ihr zum Herstellen braucht, 30 Fasern, 15 Holz, 40 Leder, 80 Stroh, dann könnt ihr das herstellen. Wenn ich jetzt hier wieder in mein Inventar zurückgehe und auf Herstellung, seht ihr, hier sind jetzt deutlich mehr Sachen, die angezeigt werden. Dunkel werden die Sachen angezeigt, für die ich nicht alle Ressourcen in meinem Inventar habe. Weiß werden die Sachen angezeigt, für die ich entsprechend die Ressourcen in meinem Inventar habe. So viel also zu den N-Grammen. Ihr könnt hier wieder nach was Speziellem suchen, wenn ihr wisst, wie es heißt. Hier könnt ihr durchschalten von einer Map zur anderen. Hier ist alles, was auf The Island ist. Hier ist alles, was auf Scorched Earth ist. Also jetzt sind beide angeklickt. Wenn ich The Island wieder anklicke, seht ihr nur die Sachen, die man auf Scorched Earth lernen kann. Die Maps werden euch vermutlich nur dann angezeigt, wenn ihr die entsprechenden Erweiterungen auch habt. Hier könnt ihr euch nur die anzeigen lassen, die ihr noch nicht gelernt habt, weil warum müsst ihr die sehen, die ihr schon könnt? Die könnt ihr ja schon. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Ja? Hier haben wir zum Beispiel Genesis und hier sind nochmal ganz speziell die Tech-Engramme extra untergebracht. So, ich möchte jetzt aber die nicht sehen, sondern The Island, genau, mache ich mal an. So, nächster Punkt, Stammesverwaltung. Hier könnt ihr euren Stamm gründen. Ich sage immer, wenn ihr im Singleplay seid, überlegt euch das gut. Solltet ihr euren Stamm verlassen, das kann ganz einfach mal passieren, indem ihr hier draufklickt, Stamm verlassen, dann gibt es den Stamm noch. Alles, was ihr mit eurem Stamm gebaut habt, gezähmt habt an Tieren, gehört weiterhin eurem Stamm. Wenn ihr alleine spielt, heißt das, dass zwar der Stamm noch da ist, es gibt aber keine Mitglieder. Das heißt aber auch, dass ihr keinen Zugriff mehr auf die Dinge habt, die ihr als Stamm gemacht habt. Wenn ihr also nicht irgendwie hektisch mit der Maus seid oder einen nervösen Finger habt, dann könnt ihr gerne einen Stamm gründen. Das macht man, indem man hier zum Beispiel den Stamm umbenennt. So, Millis Tutorial. So heißt jetzt der Stamm. Alles, was ich mache, da steht das dann unten drunter und gehört dem Stamm. Ich habe hier ein Mitglied, das bin ich. Ich kann zum Beispiel Online-Mitglieder an- und ausschalten. Okay, wie gesagt, ich bin alleine. Ich weiß gar nicht, warum man die Option im Singleplay hat. Stammesgruppen verwalten. Ihr könnt halt
hier momentan steht hier, ich bin der Besitzer und ich bin online. Man kann die Leute befördern, ja, das ist der Pfeil mit der Hand nach oben. Dann steigen die im Rang auf. Oder ihr könnt welche, die schon aufgestiegen sind, wieder degradieren. Dann steigen sie im Rang ab. Man kann zum Beispiel bestimmte Türen oder Truhen oder auch Reittiere an bestimmte Positionen im Stamm knüpfen. Dann kann man nur, sagen wir mal, eine Truhe lässt sich mit Level oder Rang Nummer 3 öffnen und ein bestimmtes Tier nur mit Rang 4 reiten. Das heißt, ein Stammesmitglied mit Rang 3 kann zwar die Truhe aufmachen, aber das Tier nicht reiten und so weiter. Das hier bedeutet, ihr schmeißt jemanden aus eurem Tribe raus, aber nicht euch selbst. Und das hier bedeutet, ihr verlasst den Stamm selber. Der Stamm besteht, aber es ist halt, wenn ihr im Singleplay seid, niemand mehr drin, der euch wieder zurück einladen kann. Das heißt, alles, was ihr als Stamm gemacht habt, ist verloren. So, Stammesgruppen verwalten. Die könnt ihr halt hier neue Gruppen erstellen. Ich nenne die Offiziere oder Soldaten oder sonst irgendwas. Wenn euch das interessiert, hier könnt ihr die Sachen umbenennen, hier könnt ihr sie wieder löschen, hier kommt ihr wieder zurück. Und hier könnt ihr zum Beispiel Allianzen verwalten mit anderen Stämmen und könnt auch die wieder befördern oder rausschmeißen. Hier seht ihr Zähm-Gruppen. Das ist nochmal ein Ding für sich. Ihr könnt, wenn ihr mehrere Tiere habt, den Gruppen zuweisen und mit bestimmten Tastenkombinationen könnt ihr die eine oder die andere Gruppe auswählen und denen Befehle geben. Und hier, der letzte Button, sind eure Entdeckernotizen. Diese sind hier oben an der Seite auch wieder nach der Map sortiert. Wir sind jetzt bei The Island. Und hier seht ihr, welche ihr aktiv habt. Ihr könnt euch maximal 4 anzeigen, aber es kann mehr geben. Zum Beispiel gibt es immer ja noch diese hier, die Explorer, die Entdeckernotizen von dem hier, die gibt es auf jeder Map. Wenn ich zum Beispiel einen ausmache, kann ich dafür einen anderen wieder anmachen. Jetzt möchte ich aber den wieder aus und den wieder an. So, wir hatten ja vorhin ein Dino-Dossier gefunden. Das findet ihr dann hier. Arthropleura-Dossier. Das ist jetzt offen, das kann ich jetzt aufmachen. Ich kann es mir durchlesen, wenn ich das möchte. Den kleinen X mache ich wieder zu. Hier oben ist ein Kringel. Dieser Kringel bedeutet, das Tier habe ich noch nicht gezähmt. Wenn ich es gezähmt habe, ist hier ein Häkchen drin. So, und das hier sind wie gesagt die verschiedenen Leute, die hier ihre Sachen hinterlassen haben. Bei den anderen stehen noch Fragezeichen, weil wir noch nicht wissen, wer das ist. Hier steht schon ein Name, denn hier haben wir bereits eins gefunden. So viel also zu eurem Interface. War jetzt, glaube ich, doch länger als gedacht. Es gibt aber auch wirklich viel und es gibt, wie gesagt, noch sehr viel mehr Statuszeichen. Da hätten wir jetzt 2 Stunden drüber reden können. Ich habe euch eben, wie gesagt, nur die gezeigt, die für diese Map und nur für euren Charakter wichtig sind, also die euer Charakter sozusagen selber hervorruft, indem er eben Hunger oder Durst hat oder verletzt ist oder überladen oder weil ihm kalt oder weil ihm warm ist. Alles, was zum Beispiel Tiere euch antun oder was bestimmtes Essen euch antut, habe ich jetzt nicht gezeigt. Das kommt dann im entsprechenden Level. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ark Tutorial. Bis dann. Ciao, ciao.